Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, wir befinden uns immer noch in der Winterbier-Weihnachtsbier-Bockbier-Woche. Das gibt garantiert 2 Wochen, weil ich habe noch einiges hier am Start. Und ja, wir machen heute mal wieder weiter mit einer Schneiderweiße und zwar mit dem Tab Nummer 9. Schneiderweiße und zwar Aventinus Eisbock mit sage und schreibe 12% Umdrehungen. Wow, Leute, da ist schon mal ein bisschen kräftiger das Ganze, ne? Gut, dass ich gerade Mittag gegessen habe. Ich habe eine ordentliche Grundlage jetzt im Magen, ne? Schöne Pfeffernudeln. Das sollte, glaube ich, ausreichend sein, um diese Schneiderweiße, die ja generell immer ein bisschen exotischer sind, sage ich mal, zu verkraften. Und das hier sogar noch mit 12% Umdrehungen. Ist ganz klar ein Starkbier. Ist wohl auch recht beliebt, was ich so gelesen habe. Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe ist drin. Ja, und von der Optik her kommt hier so eine Vinci-Flasche daher. Ein bisschen kleiner, was ich verstehen kann. Und ja, eher so in Violett gehalten. Also ich halte das mal kurz so rein. So schaut das Ganze aus. Kapsel ist auch wieder bedruckt. Ne, steht auch drauf, Eisbock. Und ich glaube sogar, es ist Premiere. Weil es müsste der erste Eisbock sein, den wir hier auf dem Biersüffler vorstellen. Wird ja langsam Zeit. Also, Schneiderweiße Tab Nummer 9, oder Tab 9, würde ich mal sagen, machen wir mal auf. Hier nochmal was zum Aufmachen, wunderbar. Und dann wollen wir mal gucken, was da auf uns zukommt. So, das kriegt der Sammler. Und dann gucken wir mal nach. Entspannungsverdampfung, ganz klar, kommt raus. Und würde ich sagen, lassen wir mal laufen hier. Ja, ich weiß, ne, wir haben jetzt hier nicht so das richtige Gläschen, aber ich glaube, hier ist unser Tasting-Glas, wie ich es nenne. Wow, das kommt aber geschmeidig da hinein, ne? Ja, wollen wir mal gucken. Oh Gott, das sieht ja schon mal interessant aus hier. Ist ein Bier, ne? Ergibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles erstmal. Dunkel gehalten, erwarte ich aber auch. Erwarte ich aber auch. So, gucken wir mal. Naja, ich sag mal, 1,5 Finger breite Blume. Ja, ein Schank war jetzt nicht ganz so ruppig. Bisschen zaghafter, aber ist gut reingelaufen. Ganz klar cappuccinofarbener, cremefarbener Schaum. Eine schöne Blume. Feinporig, ein paar Luftbläschen sind drauf, die zerplatzen. Die begrüßen einen. Kraterbildung bleibt absolut aus. Schaut es euch mal an. Das ist doch mal wieder eine schöne Qualität, wie ich finde. Finde ich richtig gut. Bleibt auch an der Glaswand haften, das Blümchen. Erkennt man ganz gut, wie so ein Pinselstrich. Sehr schön. So, das Ganze geht ganz klar in die Richtung, jo, orange, braun, trüb. Das ist richtig schön naturtrübes Bier. Man kann kaum durchgucken, nur so ganz wenig, wie gesagt. Also hier spreche ich schon wirklich von richtig schön naturtrüben Bier. Aber das ist klar, das erwarte ich aber auch von einem Weißbier. Wo schon Hefe drin ist, die sich absetzt. Die kann man hier sogar in dem Glas prima erkennen. Karbonisierung erkenne ich tatsächlich auch. Perlt ein bisschen ab. Ja, recht schwerfällig, recht gemütlich. Und das Ganze ist von der Optik her, Leute, das ist richtig saftig, ja. Das sieht so aus, so wie ob das richtiger Saft ist. So alles andere als wässrig. Ich glaube, das wird jetzt gleich ordentlich schwer werden. Zumindest von der Optik erkennt man es deutlich. Ja, das möchte ich auch dementsprechend bewerten. Ich finde das absolut ansprechend. Ich finde das cool. Starkbier generell, das sollte auch so aussehen. Schön deep, schön kräftig, schön dunkel. Ne? Das sollte einen auch schon so von der Optik so ein bisschen schmackhaft einmachen auf das, was dann gleich kommen mag. Dementsprechend möchte ich es bewerten. 5 von 5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. So, bevor wir probieren, den Antrunk machen, wenn wir natürlich noch ein bisschen anschnuppern. Mal sehen, was da hier so kommt. Mein lieber Herr Gesangsverein, du. Okay. Oh, das müssen wir mal ein bisschen auseinanderklabüsern. Da steigt so einiges in die Nasenflügel auf. Sehr dominanter Malzkörper, das erwarte ich aber auch. Und da wird ein fast schon vom Schnüffeln schwindelig, Leute. Das ist kräftig, ne? Da ist ordentlich Alkohol drin, das merkt man schon. Das riecht eher wie so ein Likör, sage ich mal, so ein Fruchtlikör, sowas in diese Richtung. So ganz zuordnen lässt sich das noch nicht. Also an Weißbier erinnert es mich jetzt wirklich nur so ganz minimal, sag ich mal.
Aber gut, irgendwo müssen die 12% ja sein und die riecht man natürlich raus. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist unangenehm, aber es ist schon kräftig, ne? Das ist schon... Da riecht man den Alkohol deutlich heraus. Nicht, dass man hier nur rumschnüffeln tut, da wird einem ja wirklich schwindelig, das ist ja Wahnsinn. Und dann schwingt aber noch was anderes mit. Ich kann es noch nicht so richtig zuordnen. Das riecht so ein bisschen so nach Kirsche oder so. Neulich hatten wir ja Dr. Pepper mal gerochen. Das duftete ähnlich. War ja auch so ein bisschen so nach so Cherry, ne? So Cherry-Aroma. So. Ein bisschen Kirsche, finde ich, ist da noch so mit drin. Und eine ganz, ganz kleine Spur Vanille mag ich rausriechen. Passt also eigentlich recht gut jetzt in die Jahreszeit rein, finde ich gut. So, Freunde, und nun? Ja, Augen zu und durch. Auf dem Biersüffler probieren wir alle Biere. Also müssen wir auch Eisbock probieren. Auch wenn ich ein bisschen Respekt habe davor. Aber wir machen jetzt mal einen Eindruck. Mal vorsichtig rantesten. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Wird heute bestimmt fröhlich, sag ich mal, ne? So, wollen wir mal. Ach du Scheiße, ey. Das wird ein fröhlicher Tag heute, das weiß ich jetzt schon. Also, das ist schon übel, du. So ein 12%iges Bier, das ballert einen schon weg, glaube ich. Da muss man aufpassen. Das ist definitiv, das ist das erste, die Assoziation, die mir jetzt sofort in den Kopf reinschießt. Das ist ein gemütliches Bier, Leute. Das ist genau das Gegenteil von dynamisch. Das heißt, dran nippen. Mit diesem Ding hier hast du garantiert 60 Minuten, eine Stunde zu tun. Aber das ist auch gut so, weil das brezelt einen wirklich weg. Und es soll ja auf den Genuss drauf ankommen. Und hier bin ich schon der Meinung, was ich beim Antrunk schon herausgefunden habe, nach dem ersten Schlückchen, dass hier eine verdammte Menge an Aromen drin stecken, an einzelnen, sehr, sehr feinen Nuancen, die man alle einzeln auch erschmecken kann. Da bin ich eigentlich ziemlich überzeugt von. Kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn ich einen zweiten Schluck nehme. Und versuchen wir da mal so ein bisschen herauszufinden, wonach das schmeckt. Ja, also gemütliches Bier, alles andere als dynamisch. Es ist ein sehr samtiges Gefühl im Mundraum. Und was hier ganz deutlich präsent ist, was auch nicht wundert, ist der Malzkörper halt. Ne? Der spielt hier wirklich eine Hauptrolle. Der ist sehr, sehr selbstbewusst. Der präsentiert einen. So richtig präsentiert er sich so in seiner Vielfalt, sage ich mal. Der ist wirklich nussig, lieblich. Teilweise auch schon fast so ein bisschen so, ja, floral, will ich mal fast schon sagen. Also da ist eine ganze Menge drin, wo man wirklich herausschmeckt, so wow, da ist aber wirklich der Fokus drauf gelegt. Ne? Hopfen merkst du eigentlich gar nicht. Also ich habe beim Antrunk jetzt nicht irgendetwas vom Hopfen herausschmecken können. Und was mich ein bisschen überrascht ist, dass die Alkoholkante, die ich jetzt erwartet hätte bei 12%, verhältnismäßig mild daherkommt. Oder sagen wir mal so angepasst. Das ist an das Bier angepasst. Das ist jetzt nicht so eine abrupte Kante, so wie wir es von einem Faxe ja kannten. Ihr erinnert euch, wir hatten schon mal, ich glaube, was war das? 10%, ne? Hatten wir mal das Faxe gehabt. Das ist gar kein Vergleich hiermit. Ja, das Faxe, das war so wirklich so BÄM, so das brettert einen so richtig in your face, richtig rein. Hier ist das Ganze viel, viel besser abgestimmt, viel, viel feiner, sodass ich hier wirklich sage, ja doch, das ist angepasst von der Alkoholkante her. Klar, du merkst es, es ist ein kräftiges Bier, ein wuchtiges Bier, ein sehr gewürztes Bier mit vielen dominanten Nuancen in drin, aber jetzt nicht so eine abschreckende Alkoholkante, die ich erwartet hätte. So, würde ich sagen, ja, nach den doch eher positiven Eigenschaften ist man doch eigentlich recht gut gestimmt, könnte man auch nochmal einen zweiten Stückchen nehmen hier, mal gucken. Ja, schon ein bisschen dicker auf der Zunge, ne? Schon wie so ein Sirup, wie so ein Saft halt, ne? Macht aber auch der Weizenanteil da drin. Sehr schwer. Boah, ne? Gehaltvoll, könnte man auch sagen. Ja. So, ich versuche das Ganze mal so ein bisschen so in Worte zu fassen, was ich hier erlebe. Also es ist süß. Es ist wirklich lieblich. Kommt alles vom Malzkörper her und der zieht sich auch relativ lange. Und dann ist eine Fruchtigkeit drin, ja, die erinnert mich so ein bisschen an überreife Pflaume, aber auch irgendwie so Pflaume, Apfel, sowas in die Richtung, überreifer, süßer Apfel, ne? So diese roten, so kennt ihr die, die so ein bisschen mehlig sind? Sowas in diese Richtung erinnert mich, ist und so wirklich an überreife Pflaumen, sowas in diese Richtung. Ein bisschen
Was ich auch schon rausgerochen habe, ist hier noch so ein Flavor von so Cherry, ne? So Kirsche oder irgendwie sowas. Auch so richtig überreif, so richtig dunkelrot, so richtig süß halt. So in diese Richtung geht es. Und ja, und Hopfen, wie gesagt, merkt man natürlich gar nichts. Da ist auch nichts Florales oder so. Was wirklich bleibt, ist dieser konzentrierte, selbstbewusste Malzkörper, der sehr, 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 sehr viel Lieblichkeit mitbringt und dann übergeht in diese Fruchtigkeit mit rein, aber wirklich so, ja, überreife Frucht, Bestandteile, sage ich mal, drin sind. Pflaume, Apfel, Kirsche, vielleicht noch ein paar Gewürze, sage ich mal, die ich gar nicht einzeln herausschmecken kann, außer ein bisschen Vanille, so in diese Richtung. Das riecht man auch übrigens raus. Ein bisschen vanillig kommt das Ganze daher. Und ja, sehr kräftig halt. Ne? Und dann kommt auch schon so dieser Alkoholeffekt tatsächlich auch schon, wo man merkt, so ja, da ist halt so, ne, dieses Gehaltvolle, dieses Kräftige, was nach vorne brechen möchte. Und das bleibt dann tatsächlich auch bis in den Abgang hier mit hinein. Ne, dann bitzelt es schon ein bisschen. Ne? Ist jetzt nicht so, dass es runterläuft wie Öl, sondern dann bitzelt es schon ein bisschen. Dann merkt man auch so, okay, das ist schon ein bisschen schärfer. Ne? Das ist schon ein bisschen pikanter, das prickelt schon so ein bisschen. Ist ein Eisbock, Leute, das dürfen wir nicht vergessen. Die sind generell so, ne? Das ist süß, das ist richtig gehaltvoll und da ist richtig Schmackes. Ne? Da ist ein bisschen Druck hinter. Ja, also schön langsam trinken, Leute. Ja, ansonsten nimmt das ein böses Spiel dran, nippen und genießen. Wie gesagt, da muss man eine Stunde sich mal mit Zeit nehmen. Passt natürlich prima zum Dessert, ne? Ist ganz klar. So schön, wenn ihr ordentlich gegessen habt und dann so richtig schön ausklingen lassen. Sogar noch vor dem Kaffee. Dass man dann so zu so einem schönen Stück trockenem Gebäck, so ein schöner Mürbeteigkuchen, so Butterkuchen, so in diese Richtung. Jetzt keine Torte, sondern eher so wirklich so ein Trockenkuchen. Ein Panettone würde mir hier zum Beispiel prima einfallen, weil der auch so eine eine Fluffigkeit hat, aber auch so ein bisschen mit diesem Puderzucker oben drüber. Ja, das ist nicht zu intensiv und dazu würde sich so ein Eisbock hier, wie hier der von der Schneider Weiße, der Tab 9, relativ gut machen. Also das ist schon, das passt auf jeden Fall. Ja, Freunde, jetzt müssen wir das Ganze mal bewerten. Kleiner geht noch, ne? Das ist Qualität, ne? Das ist ganz klar. Das ist Qualität, Freunde. Das müssen wir auch objektiv halt mit Qualität benoten, ist ja ganz klar. Und jetzt sind wir aber erstmal bei, also objektiv kann ich sagen, das ist qualitativ hochwertig. Damit hat man seinen Spaß, das kannst du deinen Gästen anbieten. Dann ist es nun richtig was Schmackhaftes, wie gesagt, was Kräftiges, Schmackhaftes zum Dessert. Das passt auf jeden Fall. Subjektiv, also meine persönliche Meinung ist, ich brauch's nicht. Einmal im Jahr, okay, jetzt so, ne, wenn es richtig kalt draußen ist, wenn Schnee fällt oder so, Weihnachtszeit, Winterzeit, ja, da kann man mal ein kleines Gläschen trinken, aber ansonsten ist mir das zu hart, ich sag's ganz ehrlich, es ist mir ein bisschen zu hart, es ist so dieses, also bei mir ist bei 6% Feierabend, das reicht dann auch, ja, so, das ist so Pilz so, ja, 4,8, 4,9 ist okay, der Alkohol muss nicht zwangsläufig so herausschmecken, der muss nicht so kraftkräftig sein, dann lieber so diese klassischen Bieraromen, die ich halt so mag. Ne? Das ist hier schon fast kein Bier mehr. Das ist schon wirklich so, es geht so in die Likörrichtung mit rein. Ne? Und das schmeckt man auch. Und ich bin halt nicht so ein Freund so von hochprozentigen Sachen. Ich bin auch nicht so der Weintrinker. Ja? Das ist, ich brauche halt so mein leichtes Bier, kann man ein paar davon trinken, wunderbar. Aber so schön süffig halt. Ne? Aber hier ist schon fast für mich persönlich zu krass. Also schon so zu likörmäßig. Ja? Wobei, wie gesagt, hier schon ja, in der Textur klar ein Bier zu erkennen ist. Das müssen wir ganz klar sagen. Ja, so möchte ich es dann auch bewerten. Das ist hochwertig. Ich würde normalerweise jetzt 5 von 5 Punkte geben. Es ist qualitativ hochwertig. Da es aber auf diesem Kanal um Meinung geht, das heißt um meine Meinung subjektiv, gebe ich hier ein Pünktchen weniger. 4 von 5, / 6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Schulz. Oh. Und da kümmere ich mich jetzt noch drum. Ich habe heute noch Programm, Freunde. Glaubt mir, das wird heute noch fröhlich werden, glaube ich, heute Abend. Ein bisschen vorsichtig sein. Heute trinke ich mal nur ein Bier. Das reicht nämlich dann auch. In dem Sinne, wir sehen uns wieder bei dem nächsten Biertest. Bis dahin, tschüssi!